拾いにくいな。Was ist denn das? Ey, warum kann ich da nicht rein? Wo ist denn der? Ist der zufällig in der Apotheke? Nee. Der Gasse? Der müsste ja gleich kommen, ne? Aha! Uah, voll ins Auge! Bingo! Ich empfange die Drohnenfrequenz von diesem alten Mann. Steuert er sie? Keuch, keuch. Oh weh, was für ein geiler Arsch. Schön ruhig bleiben, Alterchen. Das geht sonst auf die Pumpe. Ah, du hast mit diesen Drohnen gerade einen Straftat begangen, bist du in der Alter noch ins Gefängnis? Geschwindigkeit ist Sexerei. Hä? Hä? Was? Soll das ein Witz sein? Was passiert gerade? Ah, scheiße, da stolper ich drüber. Alter, warum ist der plötzlich so schnell? Ah, fuck! Was liegt denn hier alles rum, Mann? Nein! Wo haben die ganze Scheiße immer her? Wie schnell das der Typ ist. Ein zwielichtiger alter Sack. 100 fucking 1000. Geil, Alter. Da werden jetzt erstmal neue Kostüme gekauft. Ausführungen oder was anderes. Ich meine, ich habe ja schon Kostüme fürs nächste. Keuch, keuch. Ganz schön schnell für einen alten Kauz. Furz. Tja, keuch, ich habe gerade einen ganzen Stamina-Spark geäxt. Gah! Oi. Hey, hey, alter Mann, komm schon, stirb mir nicht weg. Den Sanitäter zufolge, der kann einen kleinen Anfall, ist aber nicht lebensbedrohlich. Es freut mich, schließlich wollte ich ihn nicht ins Grab bringen, sondern bloß verhaften lassen, weil er ein Hotelzimmerspanner ist. Einer unserer Beamten fuhr im Krankenwagen mit, um ihm Fragen zu stellen. Anscheinend kaufte er die Kamera und die Drohne von einem zwielichtigen Detektiv, der fürs illegale Detektivbüro tätig ist. Dachte ich es mir doch. Er ist wohl der gleiche Typ, der im ganzen Viertel diesen Kram für Aufruhr sorgt. Sind Sie nicht auch Detektiv? Ja, ich gebe mein Bestes, um diesen Typ zur Strecke zu bringen. Er zieht den Ruf aller Detektive hier in den Schmutz. Verstehe, dann hoffe ich, dass sie den Typen erwischen, falls er uns durch die Lappen geht. Hey. Ich wünsche Ihnen und der Polizei ebenfalls viel Erfolg. Ihnen auch, danke für die Hilfe bei diesem Fall. Dieser Detektiv verkauft also nicht nur Wanzen, sondern er dreht seinen Kram selbst den längsten Übeltätern an. Ich muss den Typen unbedingt schnappen. Bevor die Fackel erlischt. Ach so, haha, Fackel erlischt und so. Was, nix? Da gibt's noch was, aber da habe ich gerade keinen Bock drauf. Wobei das schon interessant wäre, das Anatomie. Nein, wir machen jetzt erstmal das Normale. Was war das jetzt? Wow. Alter.
Fuck, Taschentücher. Was ist denn jetzt schon wieder? Da ist auch so ein Eichhörnchen, ne? Oh. Muss ich mal sehen. Passendes Timing. Ah, こっちもそろそろ電話しようと思ってたとこ。見越し場殺しの材料が集まってきた。ああ、あとそういえば沙織さん、神奈川県警の渡辺刑事って。ええ、その人なら例の痴漢事件について聞きに来ました。なぜか江原を事情聴取できないので、と頼まれて。警視庁のせいだってさ。 連中としては自分とこの警官が殺人犯と関係してたかもしれないんだ。それを神奈川県警だけの手柄にはさせられないんだって。なるほど、そういうことでしたか。沙織さんは次江原と接見する予定は？こちらの準備が整い次第と思っています。その時は八神さんも同席してもらえますか？ああ、 こっちからもそれを頼もうと思ってたんだ。ただその前に俺も江原のこと調べないとだな。痴漢で捕まった時の状況とか。でしたらちょうど星野君が明日また痴漢現場を検証すると言ってます。池袋と新宿駅で一から江原の行動を見直したいと。へえ、じゃあ俺もそこに行くよ。わかりました。少しお待ちを。 ん？もしもし、星野です。よかった。八神さんも来てくれるなら心強いです。ああ、what's läuft denn da？ならよかった。そうだ、明日痴漢事件の資料も持ってきてくれる？現場見ながら大体の流れを聞けると助かる。もちろんです。まずは池袋駅から検証するつもりなので、八神さんも明日 そちらへお願いします。わかった。それじゃ。 Ja, das kann ich mich auch morgen kümmern. Ich sollte mich ausruhen. 284.000 Yen, Alter. Nur um ein paar Wanzen zu finden. Wo sind die anderen schon wieder? Ziehen die schon wieder durch die Gegend? Weißt, ich mach die ganze fucking Arbeit, der andere programmiert den ganzen Tag und der andere darf nur einen Kaidos halt rumführen, während der sich zusäuft. Alter, 100 Yen, ey, leck mich am Arsch. Da gebe ich alle meine Jobs auf und mach nur noch das. Da legt's die nieder. Ich muss wahrscheinlich noch in den Ikebro Station, am besten nehme ich ein Taxi. Der hockt halt immer noch dort. Oh ja, vielleicht gehe ich auch erst in die Schule und tanze eine Runde. Ah, oh, fuck. Ja, wobei, wir spielen so eine Stunde, ne? Ich würde jetzt mal wieder eine Tanzrunde vertragen. Tut mir leid, ich muss zu Zero High. Geht nicht anders, da. Ich muss in die Tanzstunde. Wir müssen noch zwei Runden tanzen machen. Können wir dann schon wieder zum nächsten Ding? Zum nächsten Tanzwettbewerb, ne? Wenn wir das so schaffen. Fuck, ich liebe dieses Schulzeug. Das ist zum Kotzen. Das, ich hab's ja schon erklärt. Ich müsste auch Ding noch spielen. Fuck, wie heißt denn das? Ich hab's vergessen. Geradeaus durch, hätte ich gesagt. Ah! Zweig. Oh nein, das ist ein Mr. Zweig. Da rechts und dann runter, ne? Au. Irgendwie passiert das ständig. Biegsames Gummi. Was für ein Gummi? Ich habe gerade gesehen, wie es... Nee, das würde ich sagen, kann nie machen. Was? Warte, was? Würdest du nie privat stehen mit einer Lehrerin? Du hast so einen schmutzigen Verstand.
Jetzt nochmal von vorne. Wie Sayaka Senpai Yagami-san gerufen hat, glaubst du? Nee, nee, das würde Sayaka nie machen. War sie nicht die Sayaka? Beim Training? Tanztraining. Das wird sicher toll. Muss ich nicht noch irgendwas schauen? Oh ja. Naja, das ist das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ne? Okay, Lektion A. Go! Ja, Mann. Zwei Runden in diesem geilen Zeug, ey. Song, Mann. Die Songs sind irgendwie alle geil. Nein! Ich hab's versaut. Fuck. Ah, oh, und den letzten habe ich auch versaut. Aber mehr Punkte als vorher. Yes, trotzdem S, Mann. Ich bin der verdammte Tanzkönig. Nein, wir sind noch nicht bei Gott. Verrückt nach Minispiel. Gerade schon irgendwie. Alter, komm, letzte Runde. Ja, wir sind immer noch auf leicht, Mann. Das kann wahrscheinlich jedes Sau, Alter, aber trotzdem. Oh ja, die ganze Gruppe.
Aber auch wieder mehr Punkte wie vorher. Also ich steigere mich auf jeden Fall. Und ich kann mir das immer noch nie anschauen. Was plus A? Was sollte es? Ich war doch besser wie vorher. Verdammter Käse. Wer war ein Sayaka eigentlich? Ist das die Sayaka? Warte mal. Das haben wir gleich. Schulplaner. Ja, Sayaka. Senpai Koha, Rivale, Kindheitsfreund. Der Typ, der ist ja der Tanzclub leider. Namikira Takiguchi. Dates? Wieso Dates? Ich kann nicht mit der Schülerin ausgehen, seid ihr bescheuert? Ach so! Das ist Schulgeschichten und das ist für Dates. Menschen, Beweise. Ah ja, die hat ja irgendwas gesagt gehabt, ne? Da, Land Nummer 2 Rabbits, meine da, Juli, noch ein bisschen Tanzclub. Wer war. War das die? Sugar Baby. Ich soll vielleicht auch erstmal Aufgaben. Nebenfälle. Schulgeschichten. Tanzclub. Ah ja, der Isesaki Road nach Takanashi. Oh, ich liebe es, ey. Wir müssen uns neue Klamotten kaufen. Warum zur Hölle stehe ich da gerade so drauf? Genau da jetzt raus. Da lang. Weißt, die sollten vielleicht mal öfter arbeiten, dann hätten sie kein Problem wie mich. Laufe ich gerade eigentlich hin? Halbmarathon, Mann. Aber nur halb. Nicht ganz. Nur Halbmarathon. Jetzt. So, jetzt müssen wir das in der Isizuki was der Geier was Road treffen. Aber geht es überhaupt um die Uhrzeit? Vielleicht passt die Zeit dann an, wenn ich dort bin. Ja, und wir warten. Und wir warten. Wir warten weiter. Und wir warten immer noch und warten jetzt auch noch. Warten wir? Ja, wir warten immer noch. So, jetzt. Machen wir so. Ishizuki Road war das, ne? Chinatown. Irgendwas auf jeden Fall mit Izuku, Izuka, irgendwas Road. Hä? Chinatown. Ichin Street, Ichin Lane, Ichin Alley. Ist es Sakai Road? Hier. Tanzclub, da. Boah, ist das weit. Da fahren wir mit dem Taxi, Mann. Warte, wo ist das nächste Taxi? Da oben. Wahrscheinlich trotzdem schneller, wenn wir hinfahren. Einsteigen. Da. Da. Passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, ca. 20 Sekunden braucht es. Beginne die Zielsuche.
Gegen wurde Maika Takanashi bei ihrem Dates gesehen. Vielleicht erkenne ich sie hier. Identifikation. In diesem Modus musst du dein Ziel anhand deiner Details finden, die du bereits über die Person weißt. Erst wenn du sie gefunden hast, kannst du irgendwas über die verlassen. Bla 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 bla, okay. Schon eine gewisse Ähnlichkeit, aber ich glaube, da ist jemand anders. Ich muss weiter suchen. Ja, stimmt. Doppelte Lidfalten. Nope. Ja, aber ist sie hier überall? Nee? Doppelte Lidfalten? Ja, die verkleidet sich, oder? Eiförmiges Gesicht, lange Haare, Alter. Tja, die Beschreibung passt, keine Frage. Das ist Maika Takanashi. Wie ich halt voll gut bin. Zum Glück kennt sie mein Gesicht nicht. Wenn ich jetzt nicht zu nah an sie rangehe, schafft sie vermutlich keinen Verdacht. Okay, mit wem telefoniert sie? Kann es kaum abwarten, in deinem Ferrari zu fahren. Das ist bestimmt ihr Sugar Daddy. Hey Yagami-san, ich bin draußen, gehen wir zusammen. Amasawa. Oh shit. Sie verkleiden, wir müssen dringend an ihrer Diskretion arbeiten. Ich meine, sie schaut auf jeden Fall schon mal sehr erwachsen aus. Die Sonnenbrille ist ziemlich von Arsch. Amasawa. Sie hat mich erkannt, Yagami-san? Beeindruckend. So auffällig wie du aussiehst, kein normaler Mensch linst hinter einem Strommast in einem Café. Aber ich dachte, ich bin total unauffällig. Das ist schwerer, als ich dachte. Du wirst mich heute wohl begleiten, was? Hi. Natürlich, das ist ein wichtiger Fall. Okay, nun, fall nicht so auf, alles klar. Hey. Verstanden. Okay, Yagami-san, Takanashi, komm raus. Ja, klingt so, als ob sie sich mit jemandem trifft. Hängen wir uns dran. Alles klar, gehen wir ermitteln. Hätte man nachts machen sollen, ne? Oh, warte, das ist doch jetzt so ein Verfolgungsding, ne? Ah, oh, shit. Klar zu. Ist ja überhaupt nicht auffällig, wenn ich da so stehe und über die Leute sind. Als ob die mittendrin so losrennen. Okay, erster Punkt. Beschatte Takanashi. Und wo ist dein Ferrari? Alter, der schaut doch voll fies aus. Es tut mir leid, Maika-chan. Ich bin gar kein Aktienhändler. Hä? Oh oh.
Maika-chan! Ist das schön, dich zu sehen? Kasai-san, bist du das? Ja, ich konnte es nicht glauben, dass du mich einfach wortlos sitzen lässt. Was sollte das? Was soll das? Entspann dich, ich tue dir nicht weh, Baby. Ich will nur reden, okay? Über unsere gemeinsame Zukunft. Mir fällt halt überhaupt nicht auf. Ja, das ist ja der Mann, das muss der Gorilla sein, der so wegen Takanashi ist. Ja, er hat sie wohl in eine Falle gelockt. Hey, hörst sofort auf. Moment mal, dich kenne ich doch. Ich habe doch gewusst, ich kenne den. Ja, scheiße, ich kenne die Stimme. Und du bist? Kennen sie sich etwa? Nö, glaube ich nicht. Scheiße, was? Du Arschloch, sag nicht, du hast mich vergessen. Kennt dein Kasai von der Keihin-Gang? Du warst in der... Moment, jetzt erinnere ich mich. Ja, das ist er doch. Du bist einer von den Mistkerlen, die sich in Kamurocho ständig mit mir anlegen wollten. Hab viel von euch gehört. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du einer von den niedrigen Mitgliedern der Keihin-Gang, oder? Niedriger Rang am Arsch. Ich gehöre zum Keihin-Quartett. Ach, gehörte. Ach stimmt, das Keihin-Quartett. Schön für dich. Aber hey, ich hab dich lange nicht gesehen. Das ist deine Schuld. Du hast uns alle komplett versaut. Du hast unsere Waffengeschäfte sabotiert. Genau, ich erinnere mich. Ich habe mit meinen Kumpels aus Kamurocho ihr Hauptquartier platt gemacht. Hab ich das gemacht? Es liegt alles nur an dir. Deswegen habe ich mein Geld verloren. Mein Ansehen in der Unterwelt, mein verdammtes Leben. Ich wurde aus Kamurocho vertrieben und jetzt ist die Keihin-Gang tot. Aber das ist alles Vergangenheit, oder? Was hat das damit zu tun, dass du diese junge Dame hier behältigst? Hä? Was redest du da bitte? Ich bin hier, weil die Kleine ihr das Herz gebrochen hat. In 1 Million beschissene Stücke. Du warst wohl einfach nur einer von ihren widerlichen Kunden. Ist aber auch egal. Lass sie sofort gehen. Sofort. Willst du mich verarschen? Jetzt zerstörst du die Keihin-Gang und jetzt ruinierst du mein Liebesleben? Oh, ganz bestimmt nicht. Du bist verdammt nochmal tot. Ernsthaft. Ich hab doch gewusst, ich kenne den Typen irgendwoher. Oh, das war ein Konter. Oh, der hat überlebt. Alter, das war mal ein geiler Abschlag. Verdammt. Kasai, ich habe nie erwartet, dass du einen Neuanfang starten würdest, aber wenn du jetzt auch noch in Ichincho Ärger magst, schwöre ich es dir. Es könnte ich das überhaupt. Ichincho ist schon zu klein für den Zero Clan und den Geomichu. Das ist für mich erst recht kein Platz. Die haben die ganze verdammte Stadt im Griff, ich könnte höchstens ein paar Besoffene ausrauben. Echt jetzt? Ja. Du bist sure, dass ich hier nirgendwo mehr Geld verdienen kann, höchstens wenn ich es unter einem Getränkeautomaten Dreck finde. Tja, auf den Knien bist du immer noch besser dran als im Untergrund. Das sind die anderen, ne? Den habe ich vermöbelt, den auch. Und der Rest vom Keihin-Quartett, was ist aus denen geworden? Du meinst Koga, Saikaba und Honda? Naja, Koga habe ich neulich mal in der Stadt getroffen. Wirklich? Das war der Waffenfreak, oder? Ja, klang als hätte er auch keinen leichten Start in Ichincho gehabt. Doch in letzter Zeit soll er wieder was ganz Neues am Laufen haben. Er nennt das die Neo-Keihin-Gang. Nanda doch. Willst du mich verarschen? Er holt lauter ehemalige Keihin-Mitglieder und will hier in Ichincho was aufbauen.
Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er es weit bringen wird. Wie gesagt, die Claims sind längst abgesteckt. Und magst du auch bei Kogas neue Gang mit? Noch nicht, ich warte noch auf den Anruf. Vielleicht haben sie ihn diesmal ausgeschlossen. Entschuldige, darf ich dich mal was fragen? Ja? Kennen Sie einen gewissen Professor? Oh scheiße, der Professor? Mhm. Was? Kennst du den etwa wirklich? Jo. Nein, ich meine nicht persönlich, aber... Als ich Koga getroffen habe, hat er den Professor erwähnt. Er meinte, der Typ wäre unglaublich. Niemand kann die Unterwelt von Ichincho so umkremmen wie der Professor, sagte er. Was hat Koga zu dir gesagt? Den Professor gibt es also wirklich? Er ist nicht einfach nur eine Fassade oder ein Mythos? Ja, und hinter ihm steht die Neo-Keien-Gang, angeführt von Koga. Der Professor muss echt ein krasser Typ sein, wenn dieser arrogante Wichser Koga ihm in den Arsch küsst. Ja, Gami-san, ich habe so das Gefühl, dass wir hier etwas größer auf der Spur sind, als wir am Anfang dachten. Ah. Ja. Oh, Attraktivität. Ich bin halt einfach nur ein heißer, fescher Junge, Mann. Mit einer geilen Lederjacke und einem Schuh, an dem Haufen Blut klebt. Wenn ich den Gegner ins Gesicht kaut habe. Und Dance-Moves, Alter, leck mich im Arsch. Die ich fast nicht zu sehen bekomme, weil ich darauf konzentrieren muss, dass ich diese verdammten Knöpfe drücke. Und nicht zu faul bin, es aufzuzeichnen und es nochmal anzuschauen. Wobei ich sie eigentlich aufnehme, ne? Takanashi-san, geht es dir gut? Ich bin okay. Darf ich dich was fragen? Warum hast du als Sugar Baby gearbeitet? Ich habe noch einige Fragen. Hoffentlich ist sie ehrlich zu mir. Grund für den Auftrag. Na. Takanashi-san, warum hast du das gemacht? Wegen dem Geld? Das Geld ist für eine Freundin. Echt? Ja, für Kotoko. Du meinst doch nicht Kotoko Itokura-san? Mhm. Wer ist das? Amesawa, von mir redet sie. Amesawa, von einer Schülerin aus dem zweiten Jahr. Sie kommt seit ungefähr einem halben Jahr nicht mehr in die Schule. Sie hat also die Schule geschmissen, könnte man sagen. Ich glaube, ich hatte auf meinem Handy Unterlagen gemessen. Ah, hier, da ist sie. Hübsch, oder? Kotoko stand immer im Mittelpunkt. Sie hat gute Noten, jede Menge Freunde. Kotoko hat quasi das perfekte Schulleben, aber dann ist sie nicht mehr gekommen und es ist alles meine Schuld. Wie meinst du das? Es ist deine Schuld. Wir waren im letzten Semester beide im Festkomitee und da gab es richtig Stunk. Du meinst das legendäre Festkomitee-Debakel? Alter, was ist das schon wieder? Das Komitee wurde am Anfang des Schuljahres gegründet, um sich für das Sommerfest vorzubereiten, das Seirosai. Wie gesagt, Kotoko und ich gehörten beide zum Komitee. Kotoko übernahm freiwillig den Vorsitz. Ein paar Schüler aus dem dritten Jahr hätten ihn auch gern übernommen, doch es traute sich keiner, gegen sie anzutreten. Hi. Ja, sie kann manchmal ganz schön ruppig sein. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, egal ob mit uns oder einem Senpai. Das hat manche im Komitee nicht geschmeckt, also haben sie irgendwann einfach nicht mehr auf sie gehört. Sie wurde aus der Gruppe ausgeschlossen. Klassiker. Wenn man die Hackordnung an einer Schule stört, kann das echt fiese Folgen haben. Aber nach allem, was ich gehört habe, war Itokura-san teilweise selber schuld. Sie hat wie ein Diktator über das Komitee regiert, auf niemand anderen gehört. Hi. Ja, wirklich, Kotoko ist kein böser Mensch, aber sie ist einfach etwas ruppig. Naga. Wenn das stimmt und all ihre Befehle ignoriert haben, was haben sie dann stattdessen gemacht? Hi. Naja, das Fest haben sie jedenfalls nicht gerettet. Das war das schlimmste Seirosai in der Geschichte der Schule. Dekorationen, die Stände, sogar die geplanten Events waren alle ein Witz. Es gab heftige Kritik und Buhrufe. Und seitdem hat Kotoko Itokura keinen Fuß mehr auf das Schulgelände gesetzt. Naruhodo. Muss echt wehtun, wenn man für so einen riesen Reinfall verantwortlich war. Ich bin mit ihr zusammen dem Komitee beigetreten. Wir waren beste Freundinnen, aber ich konnte sie einfach nicht unterstützen. Das ist all meine Schuld, dass sie nicht mehr in der Schule kommt. Ich war nicht für sie da. Aber wie bringt uns das wieder dahin zurück, dass man ein Sugar Baby werden will? Kotoko lebt mit ihrer Mutter allein. Sie haben nicht viel Geld. Sie hat ein Stipendium für das Schulgeld. Aber neulich habe ich unsere Lehrerin sagen können, dass Kotoko ihr Stipendium verliert, weil sie so lange nicht da war. Allein könnte sie sich das Schulgeld nie leisten. Dann wird sie rausgeworfen. Du meinst, du bist Sugar Baby, um Kotoko Schulgeld zu bezahlen? Hi. Ja. Wow. Ihr zwei müsst euch nahe gestanden haben. Wie kommst du an die Klüren? Takanashi-san, wie hast du deine Kunden gefunden? Mir hat jemand von so einer Website erzählt und vorgeschlagen, dass ich mal versuchen sollte, ältere Männer um den Finger zu wickeln. Eine Webseite? Meinst du etwa die vom Professor? Das stimmt also ebenfalls. Hi. Die URL wird nur unter engen Freunden weitergegeben, per Mundpropaganda. Als ich auf der Seite gepostet habe, dass ich schnell viel Geld verdienen will, habe ich sofort eine DM bekommen. Von einem, der sich Professor genannt hat. Direkt vom Professor? Man kann also über die Seite Kontakt aufnehmen. Sorry, kurze Nock. Scheit. Hi. Die Idee mit dem Sugar Baby kam von ihm. Er meinte, ein hübsches Mädchen wie du verdient leicht eine Menge. Er meinte auch, er würde mich vor Gefahren beschützen. Darum dachte ich, es sei in Ordnung. Ich
beschützen? Ich habe schon gehört, angeblich haben ein paar unheimliche Typen hier den Retter gespielt. Hi. Ja, die haben mir sogar schon ein paar Mal geholfen. Naruhodo. Klingt wie das Werk der Neo-Keen-Gang. Hab keine Fragen mehr. Damit sollten meine Fragen fürs Erste beantwortet sein. Kanashi-san, du hast selber gesehen, wie gefährlich es ist, dass Sugar Baby ist. Du musst damit aufhören. Ja. Ich kann noch nicht aufhören. Ich habe noch nicht genug Geld für die Kotoku gespart. Aber der Professor arbeitet mit einem richtig üblen Gang zusammen. Das ist einfach zu gefährlich für dich. Aber ich will doch wieder gut machen, was ich Kotoku angetan habe. Ich will dafür sorgen, dass sie zurückkommen kann. Darum werde ich ein Sugar Baby bleiben. Und was machen wir jetzt? Der Kanashi-san will nicht aufhören. Sie will den Tokusan helfen. Ich muss drüber nachdenken. Kanashi-san, hast du eigentlich je bei Itokura entschuldigt? Wie? Also, nein, ich glaube nicht. Hast du ihr gesagt, wie sehr du dich um sie sorgst? Nein. Dann solltest du zu ihr gehen, dich bei ihr entschuldigen und es ihr sagen, nicht dieses Sugar Baby-Zeug. Schätze, da haben sie recht. Fang lieber damit an. Klingt das nicht viel besser? Möchtest du das Takanashi-san? Ja. Yagami-san, geben Sie Bescheid, wenn wir zu Itokura können. Bam! Aber dass ich diesen dämlichen Drecksack nochmal sehe. Ich weiß gar nicht, wie fucking oft ich den Typen platt gemacht habe. Achso, ich muss ihr Bescheid sagen. Shit, jetzt muss ich da wieder rein. Goddammit. Ich mag diese Schuhgeschichten. Fuck. Sonst bin ich eigentlich nur immer nur Hauptstory-Renner. Spieler. Spieler. Bereit? Alles klar. Erzähl mir was über Klimaanlagen. Hey, können wir los? Gut, dann brechen wir auf. Klimaanlagentechnik, die begeistert. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich hat sie auch irgendein Problem und hat es deswegen aufgehört. ここが糸倉さんのマンションですね。それじゃ高梨さん、ほら、インターホン。はい。誰？ことこ？ことこだよね。その声、マイカ。何しに来たの？ことこに謝りたいことがあって。 私忙しいの。帰って。でも私ことこと話さなきゃいけないことがあるの。帰ってよ。今すぐ帰って。糸倉さん、まだ切らないで。大事な話があるの。私ミステリー研究会の天沢京子というものです。は？ミスケ？天沢？なんで？高梨さんは あなたのためにパパ活をしていたの。あなたが戻らない限り辞める気はないって。パパ活？私のため？意味が分かんないんだけど。糸倉さん、不登校が原因で授業料免除が打ち切られそうになってるんでしょ？だから高梨さんはあなたの代わりに授業料を払おうってパパ活をしてたの。はあ？ それでさっきすごくひどい目にあったんだけど、高梨さん、まだパパ活を続けるって聞かなくて。ことこ。ちょっと、さっきの話どういうこと？私のためにパパ活してたって。 だって実行委員で私ことこのこと無視しちゃったし、だからって人の授業料のためにパパ活？バカなの？そもそもそも赤の他人がどうやって立て替えるつもり？赤の他人じゃないよ、親友だよ。いや、そういうことじゃなくてさ、なんでそこまでしたの？ちょっと 黙ってたらわからないでしょ。ことこ覚えてる？中学の頃私のダンス見て褒めてくれたよね。は？何？あの頃の私シャイで自信がなくて
引っ込み思案で人前に出ることなんてなかった。だけど、ことこが私のダンスを褒めてくれたから、みんなの前で踊れるようになったの。あんたのダンスをバカにするやつがいたら、私が懲らしめてあげるって言ってくれたよね。そんなこと。ことこがいつでも私の味方でいてくれたから、勇気を持つことができたんだ。それなのに、私。 それなのに私、ことこのこと無視しちゃった。ことこはずっと私の味方でいてくれたのに、私実行委員のみんなに嫌われるのが怖くて、ことこの味方をしてあげることができなかった。ごめんね、ことこ。ごめんね。何なの今さら。帰って。 学校戻る気なんてないし。でも、糸倉さん、いいかな。俺、ミスケンの外部指導員してる八神ってものだけど。は？何？なんとか副学考えてくれないかな。このままだと彼女パパ活やめてくれないと思うんだ。君だって高梨さんがパパ活を続けて、これ以上危険な目にあったら嫌だよね。 まあ、私のせいでなんかあったら、目覚めは悪いけど。でも、学校は嫌。クラスにはムカつくやつらがいるし、考えただけで吐き気がする。So kommen wir nicht weiter. Wie kann ich sie überzeugen, zurückzukommen? Ich gehe in die Klasse und vermöbel alle. Was ist denn das? Schreib doch mal einen Untertitel hin. Komm doch in den Krimi-Club. ミステリーだよね。ミステリーが好きなの。まあ好きだけど、それなりに。だから何？ミスケン興味ない。は？教室に嫌な連中がいて生きにくいってなら、まずはリハビリ代わりにミスケンにだけ顔を出してみたらいい。そこから徐々に副学を目指してくんだ。理事長のことは俺から説得しておくからさ。 そもそもなんだけどさ、なんで学校に行かなくちゃいけないわけ？学校だけが人生じゃないでしょ？要するに、社会で生き残っていく力さえあればいいんだから。学校なんてバカの行くところなんだよ。別に私には必要ない。まあ、学校が全てじゃないってのはわかる。実は俺も高校出てないんだが、それなりに食えてる。 あ、だったらいいじゃない。ただ最近、外部指導員として活動するようになって感じてることがある。俺はこいつらが味わってる、なんつうか、青春みたいなものを味わうことなく大人になっちまったんだなって。青春？ああ、天沢やダンス部のみんなが 同世代の仲間と生き生きと過ごしてる姿を見ると、素直に羨ましいって思うんだ。だから糸倉さん、まずはミスケンにだけ顔出してみて様子を見てみないか。俺みたいに後で後悔しないようにさ。その結果、学校なんか必要ないって結論出すなら、その時になってから退学すればいいじゃないか。 まあ、そこまで言うなら考えてやってもいいけど。来てくれるの？放課後、ミスケンにだけ顔を出す。それで授業料免除が続くならって条件でね。そこは八神さんが何とかしてくれるからきっと大丈夫。何せ弁護士だし。Memo an mich, den Direktor über ihn ein voller und Schuss, wenn es dann weiter Geld zu geben. 待ってるからね。Memo an mich, vor lauter Schulschwänzerin Geld geben. Also vom Rektor aus. Glauben Sie, Kura-san kommt zurück in die Schule? Keine Ahnung, sie meint vielleicht, wenn ihr wieder danach ist. Stimmt, kommt sie zurück. Wenn Kotoko es nicht wollte, würde sie uns sonst nicht ins Gesicht sagen. Glaub mir. Ich glaube auch, dass sie wiederkommen. Ihre Freunde liegen Itokura-san am Herzen.
Als sie hörte, dass Takanashi als Sugar Baby arbeitet, stürmte sie förmlich aus ihrem Zimmer. Ja. Ich frage mich eher, warum die in dem verdammten Zimmer die Sprechanlage hat. Takanashi-san, gibst du diesen Sugar Baby Kram auf und kommst zurück in den Tanzclub? Nun, wenn sie mit dem Direktor sprechen, damit Kotoko Stipendium weiterläuft? Ja, ich treffe eine Vereinbarung mit ihm. Hauptsache Itokura-san kommt wirklich wieder zur Schule. Sollte nicht so schwer sein, die Zero ist eine Privatschule, lässt sich das einrichten. Also gut, dann gehe ich zurück zu den Rabbits. Ich will nicht, dass ich noch mehr Sorgen mache. Das wäre prima, ich schaue selber von Zeit zu Zeit mal bei euch vorbei. San, heute ist viel passiert, aber wenn das für dich in Ordnung ist, sag mir bitte, was du über die Website des Professors weißt. Also gut, mache ich. Stimmt, die Website, ich sollte ja anders aber bitten, mich auch anschließend auf den neuesten Stand zu bringen. Ja, aber Alter, und jetzt zack zum Tanzclub, wir haben verdammt einen Wettbewerb vor uns. Immer diese Tanzdramen, ey. Lass mal ein paar aufs Maul hauen. Oh, das war zu spät. Aua! Fuck, schon wieder zu spät! Alter, was zieht denn da? Hast du Angst vor mir? Oh. Oh ja. Da haben sie Angst, wenn ich meine Schlange auspacke. Verdammt, ich habe meine dämlichen Witze. Warte mal, ist hier ein Essensding in der Nähe? Alter, wow, ich bin halt im einzigen Teil der Stadt, wo halt nichts zu essen ist. Ich meine, schau mal hin. Hier überall, hier, hier, da ist was, da, da, da. Oh ne, hier gibt's noch. Was ist das? Achso, das ist das Markierte, ne? Sogar da überall. Okay, es gibt drei Stellen in der Stadt, wo nichts zu essen gibt. Naja, scheiß drauf. Heiß gut. Verdammt, Tanzwettbewerb vor uns, Mann. Go, Rabbits, go!